So, Freunde, damit haben wir dieses Event, das wir nicht überhaupt einmal gestartet haben, mit 399 beendet. Und wir kriegen dafür ein paar Belohnungen geschenkt. Für etwas, das wir halt eigentlich nie gemacht haben. So lässt sich das leben. Wir starten direkt einmal mit drei Truhen in diese Folge hinein. 200 Diamanten habe ich gerade nicht zur Verfügung. Das heißt, diese muss ich ablehnen. Stattdessen holen wir uns zunächst einmal die Wartungsarbeiten-Truhe mit Gold, Coupons, Gold und holen uns dann die gewöhnliche magische Truhe mit Perlen, einem normalen Schwert, das sollten wir eigentlich verkaufen können, 61, das war jetzt kein Fehler. Pah, ach, aber guck mal, wir haben kein einziges Schwert, das irgendwie schlechter ist, also das passt auf jeden Fall. So, dann können wir hier die Barrikade verbessern und kümmern uns hier nun um diesen sehr interessanten Pfeilturm. Und jetzt schauen wir mal im Verlies. Hatte ich da jetzt schon was freigeschaltet in der letzten Folge? Ich glaube schon, oder? Ja, diese groteske Grotte. Alright. Dann starten wir doch direkt mal mit diesem ersten Angriff hier. Holen uns die Nahrung von unserer Farm und können dann schauen, was wir hier zur Verfügung haben. So, wir haben wieder unseren Panda. Wir starten wieder zunächst mit einer reinen Rittertruppe. Hier können wir direkt mal unseren Rauch einsetzen, um damit den Gegner zu eliminieren. Dann geht's an die erste Barrikade, da ist dann wieder die Explosion sehr hilfreich. Jetzt holen wir uns noch ein paar Bogenschützen dazu, lassen alle versammeln. Dieser komische Turm hier spuckt Lava, den wollen wir direkt mal zerstören. Holen uns Ritternachschub. Hier haben wir noch den Bombenturm, neuen Ritternachschub. Dann können wir jetzt erstmal hier weiter. Müssen hier aber direkt gucken, dass wir diesen Gegner hier zerstören. Sehr gut. Seltsamerweise kommen irgendwie meine Truppen nicht mit, was ich sehr seltsam finde. So, dann können wir jetzt auch hier wieder den Rauch einsetzen, der den Gegnern sehr viel Schaden macht. Diese Explosion, dadurch zerstören wir hier auch die drei Türme sehr gut. Und jetzt müssten wir... Oh nee, wir kommen doch noch nicht weiter. Alter, das ist ganz schön viel, was hier zur Verfügung... Ach, was hier an... Gegnern ist. Ich laufe jetzt schon mal weiter, auch wenn ich dadurch ein bisschen Schaden nehme. Aber dadurch kommen wir jetzt schon mal hier hin. So, dann versammeln wir nochmal alle, holen uns das. Der Rauch wird so wahrscheinlich... Oh. Was labe ich hier eigentlich? Wir haben es doch schon easy geschafft hier. Passt. Drei Kronen und einen weiteren Dungeon, ein weiteres Verlies, das wir sehr gut abgeschlossen haben. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, gehört dieser Dude jetzt dann auch zu unseren Truppen. Jetzt können wir zum einen hier hin, zum anderen hier hin. Und was ist denn hier mit? Okay, damit müssen wir wahrscheinlich erstmal das Ding hier freischalten. Das machen wir auch direkt. Und kehren erstmal zum Schloss zurück. Sammeln Steuern ein. So, 58 neue Coupons, die wir bekommen haben. Ja, dafür haben wir definitiv noch zu wenig Coupons, um uns hier was Vernünftiges zu holen. So, Steuern. Her damit. Danke sehr. Und das Brot von den Farmen. So, jetzt schauen wir direkt mal nach. Genau, jetzt haben wir hier den Gargoyle. Klingt ganz interessant. So, nee, ich will nichts antworten. Genau, wir haben schon lange nichts mehr gespendet in unseren Dingens hier. 5000.
Und damit fehlen tatsächlich schon nur noch 12.460. Und dann gehört uns das Ganze hier. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Dann sind wir nämlich hier bei Level 3. So. 1430 Trophäen brauche ich noch. Also eigentlich müsste ich auch mal wieder einen Standardkampf machen, um neue Trophäen zu bekommen. Allerdings habe ich da gerade irgendwie überhaupt gar keinen Bock zu. So, stattdessen können wir doch mal schauen, ob wir hier noch irgendwas mit dem Zauberturm machen können. Nee, sieht nicht so aus. Okay, hier haben wir erstmal ein fettes Ausrufezeichen. Hier bekommen wir eine Truhe. Das war dann scheinbar das, was die jetzt von mir wollten. Dann öffnen wir doch mal die Kumpeltruhe. Ganz viele Leckerlis. Die können wir doch mal direkt hier unseren Freund, dem. Ach, jetzt haben wir auch noch einen Paladin. Na, ist die Frage, möchte ich den oder möchte ich lieber den. Ich glaube, ich möchte lieber erstmal wieder weiter beim. Ach, da habe ich nicht genug Pandas für. Dann rüste ich mal kurz den aus. Kann den hier aber nicht verbessern. Das ist schade. Komm, ich bleib trotzdem, glaube ich, erstmal hier beim Tammy. Okay. So, dann haben wir hier noch eine weitere Truhe. Eine verzauberte magische Truhe. Juwelen, Juwelen und Gold. Kann man vom Prinzip her immer gebrauchen. So. Dann haben wir hier jetzt das nächste Verlies, um das wir uns kümmern können. Also 65.000 Gold können wir da schon bekommen. Nicht schlecht. Okay, so, dann. Uiuiui. Jetzt haben wir schon wieder diesen giftigen Flair hier. Was hat das eigentlich immer zu bedeuten, wenn ihr diese lilane Substanz in der Luft ist? So total ätzend irgendwie. Total seltsam. So, du krepierst mal bitte. Danke sehr. Alright, dann haben wir diese Wassertürme. Was bringen eigentlich diese Wassertürme? Ich habe eigentlich nie verstanden, was die bringen. Das sind so die Türme, die für mich irgendwie so komplett nutzlos wirken. Die machen einem doch keinen Schaden, oder? Oder übersehe ich da jetzt irgendeinen Aspekt, der jetzt irgendwie relevant ist? Eieiei, jetzt habe ich ja schon gar keine Truppen mehr hier. Los, kommt her. Alle versammeln, ihr müsst schneller kommen. Los, wir haben nur eine 1 Minute 9, um das Ganze hier zu schaffen. So, jetzt kommen hier nochmal neue Gegner, um die kümmere ich mich. Zack. Ihr kümmert euch um den Turm. Zack. Ich kümmere mich um den Turm. Ich verlasse mich darauf, dass ihr hier den anderen Turm zerstört habt. Hier kommt nochmal Nachschub, das ist mir gerade so egal. Ich kümmere mich jetzt hier drum. Dann ist es mir scheißegal, ob ihr tot seid oder nicht. Solange ich hier das Schloss zerstöre, gewinnen wir trotzdem und holen uns 3 Kronen. Sehr gut. Einen weiteren erfolgreichen Dungeon. Ein Level Up. Damit sind wir jetzt schon bei Level 18. Sehr gut. Und erhalten das Gold. So, wie immer machen wir jetzt noch ein, bekommen hier bei dem Dingen einen speziellen Gegenstand. Das heißt erstmal Freischalten. Moment, habe ich da gerade richtig gesehen? Aber nee. Ich habe gerade erst 48 Minuten gesehen. 4 Minuten ist aber dasselbe wie 48, ne? 4 gleich 48. Ach ja. Was bekomme ich hier auch schon wieder was so? Oh nee, die machen hier schon wieder Werbung. Okay. So, 2 Erfolge. Schatzkammer zu voll. Ach. Ja, da kennt's man. Da hat man einfach so viel Geld in seiner Schatzkammer, dass man nicht mal mehr hier die Belohnungen annehmen kann.
ist halt so, wenn man reich ist. Man kennt's. Die Reichen, die haben schon sehr schlimme Probleme, ne? Ach, die Armen, die kennen doch überhaupt nicht die Probleme. Spaß. Nicht zu ernst nehmen. So, jetzt habe ich aber in dieser Folge überhaupt nichts, was ich hier machen kann. Das ist tatsächlich ziemlich langweilig. Gratis Tour für ein Video. Nee, auf den Dreck. Lass mich nicht ein. Tägliche Juwelen. Als musst du hier schon für tägliche Juwelen bezahlen. Nee, ist ja eine ganz schöne Frechheit. Allianzturm. Na, wir können ja aktuell gar nichts verbessern, weil wir nicht genug Arbeiter haben hier. Oh, müsst ihr einen für 500. Für 500 musst du den Dreck hier kaufen. Ach komm, scheiß drauf. Ich habe keinen Bock mehr zu warten. Schalten wir es frei. Machen den letzten Kampf für heute. Und schauen, ob wir mit diesem speziellen Gegenstand was anfangen können. So, ich gebe hier heute nur Juwelen aus. Aber muss auch mal sein. So. Wieder einmal holen wir uns zu Beginn ganz viele Ritter. Mit der Taktik fahre ich eigentlich aktuell ziemlich gut. Mit einer Explosion holen wir uns auch diese Dinge sehr gut. Hier haben wir gleich drei Türme auf einmal. Das ist tatsächlich ziemlich extrem. Um die kümmere ich mich. Am besten ist, wenn ihr euch um die Gegner kümmert. Diese haben nämlich gerade Priorität, was das Bekämpfen angeht. Alla, hier haben wir direkt hier nochmal so einen heftigen Bonzen. Ne? Hat seine fette Gucci-Keule in der Hand. So, die beiden Türme erledigen wir auch. Du machst hier mal gar keinen Stress, bitte sehr. Neue Ritter. Dann holen wir uns gleich noch ein paar Bogenschützen dazu. Beziehungsweise einen in diesem Fall. Oh, Alter, hat der Panda gerade einfach mal die Barrikade eiskalt zerstört? Ist ja nice. Ist ja geil. So. Dann haben wir jetzt noch die beiden Türme. Explodieren. Neue Ritter alle versammeln. Und dann haben wir die beiden Türme auch zerstört. Belagerung. An euch gehe ich mal wieder dezent vorbei. Danke sehr. Und dann holen wir uns jetzt wieder zack, 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 zack. Ja, easy. Dann haben wir auch diesen Kampf erfolgreich absolviert. Ich und der Panda freuen uns, springen hoch in die Lüfte, wir heben ab. So, was bekommen wir? Alter, was ist das schon wieder für ein Helm? Den legen wir uns auch mal direkt an. Aber wir gucken jetzt auch nochmal hier. Das schon mal freischalten für die nächste Folge. Dann schauen wir jetzt noch, was für einen speziellen Gegenstand wir hier erhalten haben. Der sieht auf jeden Fall extrem geil aus. Muss man schon zugeben. Und er ist tatsächlich schlechter, okay. Auch der sieht genauso wie die Maske geiler aus als der verhexte Schicksalshelm. Ist aber eben auch schwächer. Deswegen bleibe ich hier bei. So, Schatzkammer ist immer noch zu voll, immer noch die Probleme der Reichen. Und damit verabschiede ich mich dann bis zum nächsten Mal.